Es ist immer wieder schön zu sehen, wie meine wichtige Arbeit vom Volk geschätzt wird. Ja, also nein, Angst habe ich nicht, dass mich einer von diesen Grüsselgummietten kommt. Peng, peng! Littering, das ist ein Verbrechen. Hans-Rudi Rodhuner ist eine lebende Legende. Hi, heute habe ich hier vom Chef vom Rodhuner seine Lieblingspilzpastete Rezept probiert. Das schmeckt fast geiler als der Arsch von der Katrin. Alles gut, ruhig bleiben. In diesem Buch geht es um mich. Aber nicht den Rodhuner, den alle kennen, sondern den Rudi hinter dem Rodhuner. Weil hinter jedem Held steckt ein Hans-Rudi mit einem weichen Kerl. Das Verbrechen fängt auf dem kleinsten an. Heute ist es eine PET-Flasche, oder? Morgen ein Falschparker. Iberi buberi bubi, Rodhuner. Das ist der schwerste Fall, in dem ich meinem Leben je nachgehen durfte. Und ich habe meine Karriere in Olten gestartet, im Crackloch Olten. Stellen Sie sich das mal vor, in Olten! Der wohl grösste Fall Rodhunas nahm eine dramatische Wende. Schweiz ist ein grosser Trauer. Gestern ist hier in Zürich ein schrecklicher Vorfall passiert. Ich glaube noch nie an so einem dicken Fisch dran gewesen, wie man im Fachjargon sagt. Und mit Fischen kenne ich mich aus. Fischknusperli mit Mayo. Naja, ich sehr, sehr gerne. Ich bin kurz davor, den Grüsel hinter schwedische Gardinen zu bringen. Bin mir sicher, heute Abend gelingt mir der Durchbruch. Aber der wird es da noch nicht zu viel erzählen. Ist ja alles noch top secret. Und auch für die Doku muss ja spannend bleiben bis zum Schluss. Mein Name ist Hans-Rudi Rodhuner. Ich bin Liebhaber, Vater und stolzer Polizist. Für Sarah mit H. Seitdem ich von der Bahnpolizei zu der richtigen Polizei gewechselt bin, ist kein Tag wie der andere. Anstatt Schwarzfahrer, Sitzbesetzer und Grüsel jage ich jetzt Gauner, Halunken und Faganten. So eigentlich die Champions League von der Verbrechensbekämpfung. So wie in meinem aktuellen und grössten Fall bis jetzt. Der Grüsel hat es nämlich auf mich und meinen Wohnblock abgesehen. Das Verbrechen schläft nicht. Ich aber schon. Darum muss ich den Typ schnappen. Am Anfang ist mir lange nicht aufgefallen, bis mein neuer Nachbar, der Herr Müller, von oben dran zu mir gekommen ist und sich beschwert hat. Bis ich gebückt habe, wer der ist. Nein, ich habe auch nicht gedacht, dass sich jetzt wirklich alles zum Guten wendet, oder? Die Frau ist mir ja ab, oder? Schlammschlacht, Scheidung. Ich habe nicht gedacht, Küde, jetzt ist your time, oder? Neue Wohnung, neue Friesen. Fünfmal Helene Fischer im Hallenstadion. Hintereinander. Das ist Leben. Aber hätte ich damit rechnen können, dass ich genau eine von den drei Wohnungen in Zürich, die frei sind, verwütsche? Wo der Hans-Rudi Rodhuner im gleichen Block wohnt. Und zweimal hat er meinen Raum geklaut. Ich rede jetzt nicht vom Schnaps, gell? Dank dem unermüdlichen Einsatz der SBB Bahnpolizei Special Unit haben wir den SBB-Grüsel schnappen. Was für ein aufblasener Lackaff. Aber das Mal wollte ich seine Hilfe. Weil wir haben es im Block mit so einem richtigen Grüsel zu tun gehabt. Der Herr Müller wollte mit mir zusammenspannen, um den Grüsel zu Fall zu bringen. Ich bin da mehr Einzelermittler. So lernen wir das bei der Polizei. Es gibt keine Rudelwölfe da, nur Einsame. Auf alle Fälle habe ich mich dann auf die Lauer gelegt, ein bisschen beobachten, Notizen machen, kalorienarm arbeiten. Das ist nämlich das A und O von einer guten Ermittlung. Ja, mein Rudi. Schade ist so lange gegangen, bis wir uns gefunden haben. Betrunken, im Dancing, wo man dann Talking gelaufen ist. Ah, egal. Habe ich halt zuerst den Falschen heiraten. Ich bin so stolz auf ihn, aber leider erzählt er mir einfach nie wirklich etwas. Aber das, was hier im Haus passiert, kriegst du ja gleich mit über. Also, irgendjemand klaut Päckchen oder irgendwie Anleitungen von Wischmaschinen. Und halt einfach solche Guggus. Also, er ist da etwas dran. Wenn ich hier die Beweise bekomme, dann ist es immer wichtig, dass man genau drauf schaut. Und deswegen habe ich hier eine Lupe. Und dann können sie da wirklich alles unter die Lupe nehmen. Wenn ich mal nicht mag oder nicht weiterkomme, dann greife ich gerne mal zu einem Pastetli und schaue mir das Ganze noch mal von oben an. Und dann komme ich dann nachher. Stört es mich, dass der Rodhuner den Eigenbrötler wieder alles allein machen will? Ja. Ist er nur dank mir auf die Fährte von dem Grüsel gekommen? Auch das bejahe ich. Aber dem Säckel zeigen wir es das mal. Dann zeigen wir, wo der Bartli den Most holt. Ich habe nämlich Spionagekamera,
Spionagefeldstecher und auch Spionagehose. Ja. Den Fall können wir auch selber lösen. Ja. Auch wenn der Roduner der Polizist ist, was er auch tausendmal betonen muss. Das Mal werden die Leute mir danken. Ja, nur mir. Ja. Und niemand wird dann nur eine Sekunde an dich denken, Hans-Rudi Roduner. Der Herr Müller hat keine Ruhe gegeben. So ein Stürmifüdli. Immer ist er mit irgendwelchen belanglosen Hausverbrechen zu mir. Roduner! Mach den Schreck, wenn es vereist. Hey, Roduner, die Steckchen sind weg. Schau, Der Grüsel hat ins Stegenhaus brünzelt, der Grüsel hat alle Türmatten geklaut, der Grüsel hat Curry gekocht und den ganzen Wohnblock verpestet. Saunickel hier, Saunickel da. Ich bin mir vorgekommen wie eine Bahnpolizei-Ausbildung in Olten. Gut, eins muss man ihm lassen. Das ist schon ein tiefiger Sieg. Ermitteln liegt ihm schon ein bisschen. Er geht einfach immer ein bisschen falsch an das Ganze dran. Es ist halt kein richtiger Polizist wie ich. Legal, illegal, Buckelwahl, ist doch mir scheisse gleich. Wenn Leute beschützen verboten wird in diesem Land, wo kommen wir denn da her? Bananenrepublik, wo sind wir da? Nordkorea oder was? Her mit dieser Kamera, wenn der Roduner das nicht will. Ich hole den Grüsel, und zwar auf meine Art. Und prompt ist mir eine Pfalle getappt. Eine Bananenschale in der Wäschküche, an meinem Wäschtag. Wissen Sie, wie gefährlich das ist? Das hat Konsequenzen. Am Video erkennt man zwar kein Gesicht, aber die Postur des Grüsel. Ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, mit all diesen Beweisen hat dann der ach so gute Polizist Roduner gleich mit mir zusammenarbeiten. Aber ab dann sind die Ermittlungen also nur noch rückwärts gelaufen. Gell? Erwarte ich dann schon etwas mehr von so einem sogenannten Polizist. Ich glaube, der Grüsel hat gemerkt, dass wir ihm auf den Fersen sind. Plötzlich haben die Klingelstreichen angefangen. Hier, Roduner, es ist jetzt 4.20 Uhr am Morgen und es hört nicht auf Leute. Es reißt mich aus dem Schlaf. Also die Klingelstreich, von denen habe ich heute noch Albträume. Auf so etwas hat es mindestens 100 Jahre Gefängnis gegeben. Aber immerhin hat es auch der Roduner verwünscht. 5 Nächte am Stück hat mich der Schafsäckel aus dem Nest geholt. Das macht sonst nur Doris oder frische Pastetli. Für mich war klar, ich muss diesen Typ einbuchten, egal was es kostet. Darum hatte ich auch immer mehr Vertrauen in die Praktiken von Herrn Müller. Und dann sind wir in der Nacht drauf beim Haus vis-à-vis warten. Herr Müller hat irgendeinen Mausefall für Menschen bastelt, einfach ohne Käse und ohne zerquetschen. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet. Und dann ist jemand geläutet. Dann sind wir gerannt, als gäbe es Mord. Nein, stopp! Halt! Achtung! Stopp! Ah, das ist glaube ich für uns, oder? Die schrecklichen Klingelstreiche haben nach dieser rigorosen Überwachungsaktion zum Glück aufgehört. Aber was ich am nächsten Morgen sehen musste, das geht auf keine Kuhhaut. In all meinen Jahren als Abwart und als Polizist ist mir so eine Schandtat, so eine grauenhafte Gräueltat noch nie unter die Augen gekommen. Ich brauche eine Pause. Wissen Sie, mein Rudi, der ist eben Hausabwart hier im Haus. Ganz ein stolzer Hausabwart. Wirklich. Also, wenn er etwas mehr liebt als mich oder Pastetli, dann ist es seine Arbeit als Hausabwart. Er kümmert sich um den Tuyahag, um die Rasenmähen, tut den Grünabfall reinstellen, rausstellen. Ja, halt so, dass es halt schön aussieht, oder? Die Hausverwaltung hat darum sogar das ganze Haus nach ihm benannt. Aber leider ist die eher einfach komplett verschandelt worden. Nein, das kannst du doch nicht. Das ist doch nicht. Oh nein, ich muss mich schnell ansitzen. Nein, Zigarette stimmen auf dem Boden. Der Müllsack ist aufgeschnitten. Es hat Glas im Schüder. Das kann doch kein Mensch ertragen. Nein. Was ist das? Das Gute ist, in diesem Müll habe ich eine Visitenkarte vom Def Club gefunden. Der hat einen Freitag im Monat offen. Und heute ist der Freitag Jackpot. Ich weiss, wo ich hin muss. Immer der Nase nach. Ich habe ein grobes Bild von hinten. Heute schnappe ich den Typ endlich. Ich kann euch den Mund davon erzählen. Von da habe ich gedacht, Küde, jetzt musst du aufpassen, weil diese kranke Bestie,
Ja, die kennt gar nichts. Die halten ja von nichts zurück. Oder? Zuerst das ganze Haus verhunzen, dann so Gewalttaten wie Leute-Spiele. Ja, und jetzt noch das. Nein, lass lieber mal den Polizist machen. Ich bin ja immer noch Zivilist. Gell? Darum halte ich mich jetzt da lieber mal auf Abstand. Ich bin hier, stelle Uhr mit meinem Pastetti und versuche, den Gauner zu fassen. Was? Bist du da gewesen?